Schlamm und Waller gehören zusammen. Der erste Bote des Anstiegs jetzt hier im Frühjahr ist eben gekommen. Klein, aber fein. Aber diesen Fisch werden wir so schnell nicht vergessen. So wie jetzt alles schon aktuell aussieht. Wahnsinn. Vom Regen in die Traufe, so kann man es wohl am besten beschreiben. Es ist irgendwie wie so ein Déjà-vu. Im November bei einer ganz krassen Hochwasserperiode hier in Italien aufgehört. Viele, viele Fische gefangen. Und jetzt 3 Tage richtig, richtig Sauwetter und kaum Fische gefangen. Leben hier im Schlamm. Haben uns hier im Steilhang oben unsere Zelte aufgebaut. Und durch den anhaltenden Regen ist es wirklich richtig, richtig Alarm hier. Die meisten Klamotten sind alle schon durch. Nass, es ist kalt draußen. Ja, und jetzt meldet der Fluss den nächsten Anstieg. Und es wird nicht wenig Wasser kommen. Also 2 Meter kommen auf jeden Fall in den nächsten Stunden auf uns zu. Boah, ich steck fest. Mich hier nicht so lange aufhalten. Also natürlich rede ich gerne länger mit euch, aber ich darf nicht stehen bleiben beim Reden. Sonst bleiben meine Stiefel definitiv stehen und ich laufe in Socken weiter. Ja, jetzt heißt es auf jeden Fall drauf reagieren, umziehen, in die nassen Klamotten noch mal rein, damit die letzten, die wir noch trocken haben, auch trocken bleiben. In der Hoffnung, dass heute Abend oder morgens ein bisschen aufhört. Und einen Platz suchen, wo wir diese Welle erstmal sicher überstehen können und auch vernünftiges Angelwasser in dem steigenden Wasser haben, damit das Holz uns nicht alles wegreißt. Ihr könnt ja mal schauen, was hier vorne sich über Nacht, bis jetzt sind vielleicht die ersten 30 cm angekommen, schon angesammelt hat. Naja, ich stapfe jetzt mal wieder hoch zum Zelt. Dann werden wir alles von da oben hier runter durch den Schlamm tragen und in mein sauberes Boot verladen. Dann geht die Reise los. Wahnsinn, Wahnsinn. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Nach langer Suche haben wir endlich ein hoffentlich aussichtsreiches Plätzchen gefunden. Wir sind gerade angekommen, packen gerade unser ganzes Material aus. Der Schlamm ist erstmal vorüber. Der Boden ist hier zwar auch weich, aber es ist nasser Sand, kein Lehm- und Schlammboden. Wir sind in einem ganz kleinen Graben und ihr seht, die Sonne hat uns wieder, oder besser gesagt, wir haben die Sonne wieder und können jetzt endlich mal die ganzen nassen, verschlammten Klamotten anfangen hier zu trocknen. Es ist ein relativ unscheinbarer Graben, aber hat eine Wassertiefe auf der anderen Uferseite von 3 bis 4 Metern aktuell. Die Sonne hat hier Kraft. Auf der anderen Uferseite haben wir leicht stehende Bereiche. Das Wasser läuft nicht so schnell wie hier in der Flussmitte. Und genau dort haben wir vor, unsere Köder zu präsentieren. Wir können natürlich bei so einem kleinen Graben viel mehr zumachen und viel mehr Fallen stecken als im großen Fluss. Das ist der Plan. Schauen wir mal, ob er aufgeht. Jetzt heißt es erstmal Camp aufbauen. Und Action! So sieht's aus, wenn Welsangler Waschtag haben. Waschen wäre schön. Wir hoffen jetzt erstmal, dass es überhaupt trocknet.
Die nasse Kleidung mufft richtig. Hier hängen meine Glückssocken. Die will ich heute Abend wieder anziehen. Die brauchen wir jetzt auch. Alles mal ausgebreitet. Das sieht schon cool aus, wenn hier einer vorbeifährt. Denkt der Italiener. Na, haben sich ein paar eingenistet. Zelte trocknen, Liegen trocknen. Alles wirklich war klatsche, klatsche nass. Falls and we all pray, hoping for the light of day. Down to the river, I have held the devil's hand, felt the weight of my own sin, burdened by the heart of man. Down to the river, down to the river. Ist ein guter Fisch, haben wir gesehen. Ja. Ja, der zückt jetzt richtig ab. Ne? Jetzt ist ein 2 Plus. Der Vollmond kommt langsam über uns und die Routen gehen krumm. Absoluter Wahnsinn. Ritzinger trillt von dem Boot. Guten 2 Plus. Und wir treiben hier unter dem Licht des Mondes. Warte mal, hier drüben ist er. Da seht ihr dann den großen Fluss hinunter. Fire!
paar Bäume kommen oder ein paar Hecke stehen. Ein bisschen zu, warte. Gutes Ding. Richtig gutes Ding. Schön halte, genau. Ritzi schaffen! Ritzi! Ritzi! Oh, Ritz! Oh. Alter Falter! Das schwarze Frontsonblei komplett weggenagelt. Ich zeige euch mal, wie der Fisch hängt. Glaubt ihr nicht? Ganz unten seht ihr noch einen Köder, einen Haken. Ritzinger, Petri. Petri. Alter, guck dir mal das Ding an, Ritzi. Seht ihr mal, was die in so einer Hochwasserphase alles wegverputzen. Die Fische sind wahrscheinlich schon etwas älter. Relativ lange dauert die Verdauung jetzt bei den kalten Wassertemperaturen, aber auch gar nicht so groß. Ne? Also es sind nicht immer unbedingt die großen Köderfische, die große Welse fangen. Das sind kleine Küstern hier. Und ich glaube, das hier ist unser Köder. Ja, der hat er schön zermapfelt. Die haben uns heute Abend noch in die Pfanne.